hallo liebe Henrike. Hallo. Ich möchte unser Interview nicht mit einer Frage beginnen, sondern mit einer Aufgabe für dich. Ach. Vielleicht eine knifflige Aufgabe. Okay. Versuch doch mal bitte, die Geschichte von Alexa Berg bei Verbotene Liebe zusammenzufassen. Oh Gott. Das ist aber schwierig, weil Alexa ja so eine wahnsinnige Entwicklung hatte. Ne? Also der Anfang war, sie war halt die It-Girl-Tussi, die mit ihrem Daddy da ankommt. Daddy vor allem. Ja, so habe ich ihn am Anfang immer genannt. Und halt einfach irgendwie im Grunde ja nur böse war. Jahrgang? Nein, danke. Dann nehme ich ein stilles Gletscherwasser vom Gasser an. Irgendwann hat sie, glaube ich, ihre gute Seite entdeckt, ganz tief drin. Und hat ja auch mal ernsthaft geliebt und nicht nur ihren Vater. Ich glaube, das war eigentlich immer die große Liebe für sie, der Vater. Und irgendwann konnte sie entdecken, dass sie auch wirklich lieben kann, nicht nur im Abhängigkeitsverhältnis zum Vater. Und das ist, glaube ich, so ihre Geschichte gewesen. Hat es dir denn Spaß gemacht, diese Rolle zu spielen? Ja, ja, sehr. Das war eine tolle Rolle. Deshalb bin ich auch echt, ich bin echt ein bisschen traurig, mich davon zu trennen, weil die so viele Facetten hatte, die war so bedingungslos in allem, was sie gemacht hat. Das fand ich total toll. Also irgendwie entweder richtig hassen oder richtig lieben, aber immer mit vollem Herzen. Das fand ich ganz toll an der Rolle. Wie war es denn, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass Alexa sich in Ansgar verliebt? Was war da so dein erstes Gefühl? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal gehört habe, ehrlich gesagt. Es entwickelte sich so ein bisschen aus dieser Entführungsgeschichte, weil ich glaube, es war nicht wirklich geplant, dass wir uns kriegen. Es hieß mal, ich entführe ihn und da würde vielleicht was laufen. Da haben wir schon gesagt, müssen die ja jetzt in dieser Hütte womöglich irgendwie miteinander schlafen. Also wir fanden es ein bisschen komisch erstmal. Und dann hat sich das aber so schön während der Entführung entwickelt, dass, glaube ich, die Autoren darauf kamen, ja, die müssen sich irgendwie kriegen. Also das, ich glaube nicht, dass das von Anfang an der Plan war. Das leitet schon ganz gut zu meiner nächsten Frage über. Du hast ja selber schon gesagt, dass deine Rolle viele Wandlungen durchgemacht hat. Und ging es dir so, dass du öfter überrascht warst, so in Gesprächen mit Producern, wenn dir erzählt wird, wo die Reise hingeht? So richtig überrascht. Ich meine, gut, irgendwie kann in der Soap ja alles passieren. Also das ist, deshalb, also man macht sich schon darauf gefasst, dass jeder mit jedem irgendwie die Konstellationen dauernd wechseln und so. Ich wusste schon von Anfang an, dass Alexa halt eine große Facette hat und so und dass mit der eigentlich sehr viel möglich ist. Deshalb war ich jetzt nicht immer so, wow, was habt ihr vor? Aber klar war diese ganze Untergrundgeschichte und so, dass sie sich so verändert dadurch, das war mir nicht bewusst von Anfang an und klar, das hat mich schon überrascht. Du hast ja gestern deinen Tod gespielt. Um Gottes Willen, Berg, legen Sie die Waffe weg. Sie wollen Ihrer Tochter doch nichts tun. Ihr sicher niemals. Aber Ihnen. Papa! Wir haben uns extra darauf festgelegt, dass ich keine letzten Worte habe. Nicht irgendwie noch, ich liebe dich oder so. Wolle und ich haben irgendwie miteinander kommuniziert, während ich dann gerade starb. Aber das weiß keiner, was wir gesagt haben. Das haben wir für uns heimlich gemacht. Klar habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, irgendwie, wie stirbt man jetzt. Aber im Grunde ist es einfach sehr schnell gegangen und ich wollte auch nicht noch großes Drama da haben. Mich hätte nämlich jetzt interessiert, wie man sich auf sowas vorbereitet, ob man sich auf sowas vorbereiten kann. Ich hatte mir vorgenommen, noch irgendwelche Filmtode mir anzugucken oder so. Aber andererseits habe ich dann gedacht, nee, das ist ja meiner. Also das ist ja, ich will das ja nicht abgucken. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme es aus dem Moment und das glaube ich dann auch am besten. Du spielst ja bei Frau Ellen so ein reiches Töchterchen. Würdest du auch gerne so ein Luxusleben führen wollen, privat? Also tust du ja wahrscheinlich nicht, unterstelle ich dir. Wieso? Also so wie Alexa möchte ich nicht leben. Die war ja nicht glücklich mit diesem ganzen Geld. Ist ja auch zum Ende hin klar geworden, dass das Geld sie immer nur behindert hat im Grunde. Also sich an sowas, so materiellen Sachen so doll festzuklammern, finde ich total bescheuert. Und ich glaube auch nicht, dass es glücklich macht. Macht es denn glücklich, mit Bernd eine Vater-Tochter-Geschichte zu spielen? Ja. Aber das wisst ihr doch alle. Ja,
Ja, sehr. Ach, das hat total Spaß gemacht. Ich war echt froh, dass ich so einen tollen Spielpartner hatte und dass wir uns jetzt am Ende nochmal wiederbekommen haben, sozusagen. Waren wir beide total glücklich drüber. Auch jetzt gerade gestern die letzte Szene, bevor ich dann sterbe, wo ich ihm sage, jetzt trenne ich mich von dir. War so emotional irgendwie. Also wir haben, glaube ich, total gut zusammengepasst und das war eine super Arbeit. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, da hast du dir selber zum Beispiel besonders gut gefallen oder das fandst du schön für deine Rolle, dass sie das spielen durfte? Da gibt's, es ist so schwierig, also es gibt viele schöne Momente, finde ich, irgendwie. Also einmal, genau, diese ganze Tunnelfluchtgeschichte, die wir damals hatten, die fand ich super. Dann fand ich das Verhör mit Helmke auch toll. Das war irgendwie so ganz anders gefilmt und war für uns Schauspieler auch irgendwie toll zu spielen. Und dann jetzt halt die letzten Folgen so waren halt echt eine unglaubliche Herausforderung, finde ich. Und ich fand es auch schön, diese Liebesszenen. Irgendwie haben mir die gefallen. Ich fand es so schön, so stimmig. Und ich habe sie zwar noch nicht gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob sie jetzt wirklich gut sind, aber ich glaube, dass die vom Spiel her echt schön sind und auch eine neue Facette. Was wirst du denn jetzt am meisten vermissen? Ja, die Kollegen auf jeden Fall. Also Kollegen, das Team, die Arbeit, also an sich jeden Tag das arbeiten zu dürfen, was man gelernt hat und was man gerne machen möchte. Halt, das ist ja nicht selbstverständlich als Schauspieler. Also mal gucken, gut, ich spiele jetzt erstmal wieder Theater und so, das ist auch super schön. Aber dass man jeden Tag den Beruf ausüben darf, den man machen möchte, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Schöne Abschiedsworte. Dann wünschen wir dir alles Gute. Ja. Sind gespannt, wo man dich wieder sieht. Ja, ich auch. Dankeschön. Ciao.